Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Es ist Zeit für eine neue Runde USA-Webinar. Wir haben heute zwei spannende Themen, und zwar Palm Springs in Kalifornien und die Loews Hotels, eine spannende Hotelgruppe in den USA. Dafür haben wir für Palm Springs die Bianca Kolitsch heute mit dabei, die Melanie DeMelo für die Loews Hotels, und ihr seid mit dabei, richtig? Könnt ihr mich hören? Genau, guten Ja, perfekt. Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, ich meine im Prinzip, von meiner Seite war es das. Eine Sache noch an die Teilnehmer: Wenn ihr Fragen habt an die beiden Mädels, bitte die Chat-Funktion benutzen. Falls ihr zum ersten Mal bei einem Webinar von uns dabei seid, ihr habt alle eine Chat-Funktion, da könnt ihr Fragen stellen, und über die werden wir euch dann gerne weiterhelfen und die Fragen weitergeben. Ansonsten, Bianca, Melanie, das Webinar gehört euch. Super, wir freuen uns. Ja, einen schönen guten Morgen von uns auch nochmal. Ja, wir freuen uns heute bei euch zu sein und würden sagen, wir legen dann einfach mal los für alle, damit ihr nochmal ein Bild von uns habt. Moment. Ups. Erste technische Schwierigkeiten. Nein, die meistern wir. Hier nochmal kurz zwei Bilder von uns, dass ihr seht, mit wem ihr es heute zu tun habt. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns nachher natürlich auch gerne Fragen stellen oder an diese angegebenen E-Mail-Adressen schreiben, damit wir euch weiterhelfen können. So, dann fange ich jetzt einfach mal für die Loews Hotels an. So, hier auf dem Bild, da sehen wir den Jonathan Tisch. Das ist einer der Urenkel von Bob und Larry Tisch, die vor über 60 Jahren unsere Hotelgruppe Loews Hotels gegründet haben. Und was bei uns eigentlich heutzutage wirklich noch eine Besonderheit ist, wir sind eine familiengeführte Hotelkette. Und ich glaube, das gibt es heutzutage wirklich nur noch sehr, sehr selten. Und ja, wir haben 24 Hotels, auf die Jonathan Tisch hier über sein Imperium herrscht. Und diese sind hauptsächlich in den USA vertreten und in Kanada. In den USA haben wir ungefähr 22 Hotels zurzeit und in Kanada gerade erst in Toronto ein neues eröffnet und insgesamt zwei. Aber dazu kommen wir später einfach nochmal. Ja, wie hebt man sich heutzutage als Hotelgruppe ab, fragt man sich immer wieder. Von den großen Ketten, was ist bei uns besonders? Natürlich will jede Hotelkette unique sein und irgendwie einen Top-Service bieten und ja, top of the notch sein. Bei uns ist es ganz schlicht und einfach die Gastfreundlichkeit. Wir legen einen ganz besonderen Wert auf die Familie und auf Gastfreundschaft, weil wir denken, dass das ist, womit wir heute eigentlich nur noch auftrumpfen können. Vor allem, weil wir eine familiengeführte Hotelkette sind. Bei uns soll sich jeder Gast wohlfühlen, sei es jetzt der Geschäftsreisende oder der Partner, die Partnerin, die mitreist, aber auch die Familie, die dazugehört. Ja, dann gehen wir jetzt gerade mal weiter. Ja, ich hatte eben gerade schon gesagt, wir sind eine kleine, aber feine Hotelgruppe. Wir haben 24 Hotels. Wir sind unabhängig, gehören praktisch zu keiner großen Kette oder Vereinigung mit dazu. Und ja, unsere Strategie ist, glaube ich, wie bei jeder Firma, wir möchten wachsen. Und zu unseren neuesten Projekten erzähle ich euch einfach später im Laufe der Präsentation nochmal etwas. Ja. Hier sehen wir praktisch eine kleine Übersicht über unsere Hotels, aber auch über unsere Hotelpartner, mit denen wir zusammen kooperieren. Wir haben hier einmal auf der linken Seite ein paar Bilder von den Hotels, von den regulären Hotels, und auf der rechten Seite sehen wir unsere Hotelpartner. Zum Beispiel das Bisha Hotel in Toronto, das wir gerade erst neu eröffnet haben, gehört nicht ganz uns, sondern an der Entertainment-Gruppe in Toronto, welches praktisch das Hotel gerade im 48. bis 50. Stock gegenüber vom CN Tower in einem Hochhausgebäude eröffnet hat. Ja, da ist steht zwar nicht Löw drauf, aber da ist Löw drin, denn wie sagt man, man operated, man
Betreibt? Betreibt, genau. Entschuldigung, vielen Dank. Wir betreiben auch Hotels, die uns nicht gehören. Dann haben wir hier noch die neuen Live by Lüfts Hotels. Diese sind gerade erst in Bau. Hier ist das Konzept eher Unterhaltung und Sport. Das hat damit zu tun, dass diese Hotels, wenn sie dann endlich fertig sind, dann eher im Unterhaltungsdistrikt der jeweiligen Stadt liegen oder besondere sportliche Attraktionen in der Nähe gelegen sind. Und was viele vielleicht auch nicht wissen von euch, das Hard Rock Hotel oder auch die Universal Hotels in Orlando, Florida, die werden von Lüft betrieben. Da steht zwar nicht Lüft drauf, aber es ist Lüft drin. Hier sehen wir auch noch mal eine kleine Übersicht, wo wir überall vertreten sind. Die blauen Städte sind die, wo wir praktisch schon Hotels eröffnet haben, und die roten kommen bald mit hinzu. Ja, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass die Gastfreundschaft bei uns ganz groß geschrieben wird. Und hier haben wir auch noch mal drei unserer Grundpfeiler, aber auf die möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so weiter eingehen, weil es gibt viel schönere Bilder, die ihr euch betrachten könnt, zu denen wir auch gleich kommen. Ja, die wichtigsten Grundpfeiler, die ich aber trotzdem doch nochmal erwähnen möchte, sind, ja, sind diese drei, die ihr hier seht. Uns ist ja, familiengeführt eigentlich ganz, ganz wichtig bei uns, wenn wir von uns erzählen. Es ist unser Kompass, und wir möchten, dass sich jeder bei uns wohlfühlt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einem großen Kettenhotel, ob ihr jetzt, ich sag mal, in Frankfurt in dieses Hotel geht und dann in Bangkok in die gleiche Kette, sieht es vielleicht manchmal überall auf der Welt gleich aus, so dass man, wenn man morgens aufwacht, man gar nicht weiß, wo bin ich denn jetzt, in Frankfurt oder in Bangkok. Und ich sag jetzt mal, diese Standardsätze, wenn sie gefragt werden, wie geht's Ihnen, wie kann ich Ihnen helfen, das alles ist bei uns nicht vorgeschrieben. Wir legen eigentlich nur darauf Wert, wenn wir Personal einstellen, dass dieses, ich sag jetzt mal, diese DNA, diese Willkommens-DNA irgendwie bei unseren Mitarbeitern von vornherein vorhanden ist, so dass, wenn Sie jetzt zum Beispiel dem Zimmermädchen auf dem Flur begegnen und das Zimmermädchen Sie wirklich fragt, wie geht's Ihnen, haben Sie gut geschlafen, dann ist das ernst gemeint und ist nicht vorgeschrieben. Noch ein wichtiger Grundpfeiler ist locally handcrafted bei uns. Jedes Hotel bei uns ist einzigartig. Also es sieht kein Hotel aus wie das andere. Uns ist ganz wichtig, dass wenn Sie in New York zum Beispiel sind, oder ich sage jetzt schon Sie, Entschuldigung, wir waren ja schon beim Du, wenn ihr in New York seid, dann ist unser Hotel natürlich auch in einem New Yorker Wolkenkratzer gelegen. Oder wenn ihr, in Florida, wenn ihr euch die Einrichtung in Florida zum Beispiel in Miami anschaut, dann habt ihr gleich dieses Miami Beach Feeling, wenn ihr morgens aufwacht. Ihr seht es von den Farben, von der Einrichtung her, von vom Essen, das angeboten wird. Wir möchten praktisch, dass, wenn ihr morgens aufwacht, ihr gleich alles schon bei uns im Hotel bekommt. Auf dem Frühstückstisch serviert, sage ich jetzt einfach mal so salopp. So, gehen wir jetzt mal weiter. Ja, ich habe es ja eben so ein bisschen schon angerissen, wie es bei uns aussieht. Wir sind ja eher zeitlos eingerichtet, aber lokal. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ganz rechts, da seht ihr dieses, ich sage immer, buntes Puzzle-Mosaik oben an der Rezeption vom Loews New Orleans Hotel. Und ich finde dieses Bild auch immer ganz, ganz toll zum Erklären, wenn ich erkläre, wie unsere Hotels lokal geprägt sind. In New Orleans kommen ja die ganzen Kulturen zusammen, ist auch ein Melting Pot, genauso wie New York zum Beispiel. Aber hier sieht man einfach dieses Bunte und so, wie der Boden eingerichtet ist. Das ist halt New Orleans. Wir sehen nachher nochmal ein etwas größeres Bild. Vielleicht kann man das dann nochmal ein bisschen genauer sehen. So, kommen wir zu unserem Programm. Ja, wir, wie ich eben gerade auch schon gesagt habe, wir möchten euch die Stadt bei uns im Hotel schon mal irgendwie darbieten. Sei es jetzt,
mit lokalen Spezialitäten, die es nur in den bestimmten Städten gibt, und haben das Ganze jetzt mal so ein bisschen ausgeweitet. Und zwar ist es so, dass jeden Monat bei uns die Mitarbeiter schauen, was gibt es Neues in der Stadt. Gibt es einen neuen Bäcker zum Beispiel, der die besten Croissants der Stadt macht, oder eine Bierbrauerei, die das beste Bier der Stadt braut, dann bekommt ihr diese Sachen auch bei uns im Hotel. Und wir verhandeln extra Verträge, so dass wir euch dieses auch schon direkt im Hotel auf dem Tisch servieren können. Was gibt's noch Wichtiges zum Flavor-Programm? Zum Beispiel hier unten links sieht man zum Beispiel ein Bild von dem Löw's Miami Beach Hotel. Das ist jetzt natürlich nur ein Werbebild, aber mit dem Eiscreme, das da gezeigt wird, ist zum Beispiel gemeint, in Miami gibt es eine kubanische Familie, die ein super-duper Eis herstellt. Und diese Eismanufaktur ist außerhalb der Stadt. Da muss man mindestens 20 Kilometer hinfahren. Und wie es der Zufall so will, gibt es dieses Eis direkt bei uns im Hotel zu erwerben. Was gibt es noch? Uns ist es auch daran gelegen, die lokalen Producer auch so ein bisschen zu unterstützen und auch so ein bisschen nachhaltig zu sein, wenn wir zum Beispiel Verträge mit dem Eisfabrikanten hier machen oder mit dem Bäcker in der Stadt, damit wir die Leute vor Ort auch ein bisschen unterstützen. Gehört auch zu unserer Familienleitkultur. Ja, wir haben ganz neu seit letztem Jahr unseren Chat Your Service im Programm. Das heißt, wenn die Kunden bei uns einchecken, erhalten sie von uns eine Textnachricht. Willkommen, Herr Meier, Frau Meier, willkommen bei uns. Benötigen Sie etwas? Lassen Sie uns dies bitte wissen. Und dies ist auch wortwörtlich gemeint. Manche Kunden, oder ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, ich checke ins Hotel ein und brauche da noch was. Und manchmal denkt man sich, oh, jetzt muss ich anrufen. Und manchen Leuten ist es vielleicht auch lieber, einfach dann eine kurze Textnachricht zu schreiben. Und sei es jetzt, ich möchte heute Abend ins Kino gehen oder ins Theater gehen. Was läuft heute Abend? Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir sagen, wie ich an Karten komme oder wie komme ich dorthin? All das erledigt unser Concierge-Service im Hintergrund. Oder ich liege am Pool und sage, oh, mir ist so warm. Ich sage jetzt mal ganz dekadent, mir ist so warm, ich will zurück auf mein Hotelzimmer. Und dann schreibe ich dem Concierge, hey, könnt ihr mir vielleicht ein paar Eiswürfel aufs Zimmer bringen oder vielleicht die Bettdecke schon mal aufschlagen? Ganz übertrieben jetzt. Aber dafür ist dieser Chat Your Service da. Ja, ganz wichtig bei uns auch, das Lowe's Love Kids Programm. Die Kleinen sind unsere Größten. Beim Einchecken erhalten Kinder von uns auch ein spezielles Welcome Amenity, so dass die Kleinen auch gleich merken, okay, hier geht's nicht nur um Mama und Papa, sondern auch um uns. Wir haben speziell kreierte Kindermenüs, die von unseren Chefs vorbereitet werden. Für Teenies bieten wir auch Teen Food Bars ein, falls die Teenies manchmal nicht mit den Eltern essen wollen, ist das natürlich auch eine sehr gute Alternative. Ja, zur Familie gehören bei uns natürlich auch die Haustiere. Ja, und das ist sehr besonders bei uns, denn in jedem Hotel sind Haustiere auch willkommen bei uns. Und ich wurde mal gefragt, was zählt denn alles zu Haustieren? Und diese Frage habe ich tatsächlich mal an einen Hotelmanager in die USA weitergegeben und er sagte zu mir, alles, was auf bis zu 4 Beinen laufen kann, zählt als Haustier. Daraufhin habe ich ihn einfach mal gefragt, was war denn jetzt das Skurrilste, was bei dir mal eingecheckt hat? Und da meinte er allen Ernstes zu mir, ein Mini-Pony. Und dieses Pony tatsächlich bei uns übernachtet. Scheiße. Ja, und auch die Haustiere kommen bei uns nicht so knapp. Auch die bekommen bei uns speziell kreierte Menüs, die von unseren Chefköchen eigens kreiert werden. Wir bieten sogenannte Haustierbetten an. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wissen wollt, okay, ich möchte heute Abend mit dem Hund mal Gassi gehen, das ist ja in manchen Städten nicht so einfach, könnt ihr uns auch kurz eine Chat-Your-Service-Nachricht schreiben. Hey, wo kann ich mit meinem Vierbeiner Gassi gehen und wo gibt es hier irgendwas in der Stadt, wo ich mit dem hingehe? Zum Beispiel. Ja, das war's eigentlich schon. Jetzt kommen wir einfach nochmal zu ein paar Bildern, damit ihr mal ein paar
Eindrücke bekommt. Hier sehen wir das Love Miami Beach Hotel in Florida. Dieses Hotel wurde gerade vor 1,5 Jahren komplett neu renoviert. Und dann kam letztes Jahr der Hurricane Irma. Und ich muss sagen, wir hatten wirklich, wirklich riesen Glück. Das Hotel wurde wirklich verschont, sodass das Hotel auch heute noch genauso wunderschön aussieht. Hier haben wir das Loews Regency New York Hotel. Wie vorhin schon erwähnt, sind wir hier auch in einem kleinen Wolkenkratzer gelegen. Und sogar die Oma vom Jonathan Tisch, den ihr vorhin auf der ersten Slide gesehen habt, hat in diesem Gebäude bis vor einem Jahr gelebt in ihrem Penthouse. Ihr war es super, super wichtig, direkt nah an der Base zu wohnen. Hier haben wir das Schwesterhotel vom Loews Miami Beach Hotel an der Westküste in Santa Monica. Hier seht ihr auch schon an der Einrichtung, es ist eher beachig. Ihr seht im Hintergrund das Riesenrad am Strand. Wir sind, ich weiß nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, in jeder Stadt eigentlich immer sehr, sehr zentral gelegen, so dass ihr die Stadt auch immer zu Fuß erkunden könnt oder total nah an den lokalen Attraktionen dran seid. Hier haben wir das Loews Hotel 1000 in Seattle. Das Loews Chicago Hotel. In Chicago haben wir zum Beispiel 2 Hotels. Das ist das Hotel Downtown. Hier könnt ihr sehen, die Einrichtung ist eher so ein bisschen clean, modern. Und wir kommen gleich nochmal zu dem anderen Hotel in Chicago. Hier haben wir aber auch erst nochmal das Loews Hollywood Hotel. Und für alle, die es nicht wussten, wir sind das offizielle Oscar-Hotel. Das heißt, wenn in den USA der Oscar verliehen wird jedes Jahr und die Stars mit ihren Preisen hinterher oder nach der Show dann interviewt werden, findet das bei uns im Hotel statt. Wir sind direkt am Kodak Theater angrenzend und der Walk of Fame ist auch in der Nähe. Hier haben wir das Loews Ventana Canyon Resort in Houston und man sieht es leider nicht auf diesem Bild, aber das Hotel an sich sieht aus, als wäre es mitten in die Berge reingemeißelt. Loews Atlanta, das Loews Boston Hotel. Hier gibt es die Besonderheit, dieses Hotel war in den 1920ern ein ehemaliges Polizeihauptpräsidium oder Hauptquartier und wurde dann umgebaut zu einem Hotel. Hier haben wir das Loews Coronado Bay Resort in San Diego. Wunderschöner Treppenaufgang, wundervolle View aufs Meer. Das Loews Vanderbilt in Nashville. Hier seht ihr auch schon an der Wand, das ist Nashville. Hier haben wir nochmal das Loews Chicago O'Hare Hotel. Das ist das Flughafenhotel. Man kann hier so ein bisschen im Hintergrund sehen, dieses Hotel ist sehr artmäßig eingedeckt, sage ich jetzt mal. Überall hängen große Skulpturen und Bilder. Und für alle, die das interessant finden, würde ich sagen, auf dahin. Hier haben wir das Loews Philadelphia Hotel, auch downtown gelegen. Und hier auch ein wunderschönes Prachtstück, das ist das Loews Regency in San Francisco. Und für alle, die sich jetzt vielleicht wundern und die sich sagen, hey, die Aussicht kommt mir bekannt vor, das war ganz, ganz früher mal das Mandarin Oriental Hotel. Hier sehen wir nochmal das Loews New Orleans Hotel. Das ist eine wunderschöne Empfangshalle mit einem wunderschönen Boden. Und das ist New Orleans, einfach von der Einrichtung her. Hier haben wir unser Haus in Minneapolis und hier das Vogue in Montreal in Kanada. Hier haben wir ein ganz neues Projekt, das ist unser neues Convention Center in Kansas. Dieses Hotel eröffnet voraussichtlich in 2020 und wie ihr sehen könnt, ist das auch ein etwas größeres Projekt. Es ist angrenzend an das Convention Center, von daher freuen wir uns einfach, wenn wir die ersten Bilder haben und sie mit euch teilen können. Ich muss ganz kurz mal ein Stückchen nehmen. Meine Stimme versagt gerade. Ja, sei dir gegönnt. Gut. Hier haben wir nochmal ein paar Bilder von unseren Hotels auf dem Universal-Gelände in Orlando. Das Hard Rock Hotel, das Loews Portofino Bay Hotel, das Royal Pacific Resort und das Loews Sapphire Falls Resort. Wie gesagt, das sind alles keine direkten Loews-Häuser, aber wir
wir operaten es. Ach, hier haben wir auch noch das Cabana Bay Beach Resort. Das hatte ich vergessen. Entschuldigung. Und das Aventura Hotel. Ja, hier ist unser neuester Zugang, das Bisha Hotel. Das hat letztes Jahr im August eröffnet. Und das Bisha Hotel befindet sich im 48. und 49. Stockwerk eines Hochhauskomplexes und ist ein ganz kleines Boutique-Hotel. Ihr seht, es gibt nur rund 100 Zimmer. Und hier haben wir ein Bild von der Dachterrasse aus mit einem schönen Pool und man blickt direkt auf den CN Tower. Den kann man eigentlich fußläufig auch in 5 Minuten erreichen. Hier gibt es noch eine kleine Besonderheit, die ich gerne erwähnen möchte. Ein Stockwerk wurde von Lenny Kravitz mit designt und eingerichtet und leg euch einfach mal ans Herz, einfach mal auf der Webseite euch ein paar Bilder anzuschauen. Wirklich toll. Ja, hier haben wir auch nochmal ein neues Hotel, das im nächsten Jahr eröffnet, das Life by Lowe's Arlington. Hier sieht man auch, das ist nahegelegen an ein Shoppingcenter bzw. Unterhaltungszentrum mit sportlichen Aktivitäten. Hier haben wir auch uns auch ein neues Haus in St. Louis. Das wird voraussichtlich Ende des Jahres 2019 eröffnet. Ja, das war's auch schon von mir. Und, danke dir. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr ein paar Fragen habt, ich weiß nicht, ob wir es jetzt machen oder später. Ja, doch. Also würde ich jetzt sagen, solange das Thema noch frisch ist, machen wir jetzt direkt die Fragen zu den Lös-Hotels. Mhm. Eine Frage ist eben schon gekommen zu dem Thema mit den Haustieren. Gibt es denn auch Allergikerzimmer, also Zimmer, wo keine Haustiere erlaubt sind quasi? Ja. Es ist sicherlich so, dass, dass nur bestimmte Zimmer praktisch mit Haustieren vermietet werden. Aber auch wenn ein Haustier vorher mal drin gewesen ist, wird bei uns wirklich darauf geachtet, dass die Zimmer dementsprechend sauber, also nochmal sauber gemacht werden, wenn der Gast ausgecheckt hat. Aber eigentlich ist es so, dass immer nur bestimmte Zimmer mit Haustieren vermietet werden, so dass wenn Allergiker einchecken, wir dies auch beachten können. Alles klar, verstehe. Habt ihr sonst noch Fragen, was die Lös-Hotels angeht? Gerade nicht. Ansonsten, wenn noch was kommt, wenn euch noch was einfällt, wir können natürlich auch gleich nach dem Teil von Palm Springs auch nochmal auf die Lös-Hotels zurückkommen, genau, wenn da noch irgendwas kommt. Ansonsten würde ich sagen, machen wir dann mit Bianca weiter und Palm Springs. Super, viel Spaß euch. Ja. So, dann auch nochmal ein herzliches Hallo von mir. Ich entführe euch jetzt dann nach Palm Springs, nachdem meine Kollegin Melanie uns ja schon mit schönen Bildern quasi Lust gemacht hat. Dann versuche ich da mal anzuknüpfen. Also willkommen in Palm Springs mit quasi der Sonnengarantie. Wir haben nämlich mehr als 350 Tage Sonne im Jahr. Und ich finde, das ist doch schon mal ein mega Verkaufsargument, wenn man jetzt gerade besonders nach draußen guckt, wo der Winter quasi Einzug gehalten hat. Also Palm Springs wäre definitiv ein Reiseziel zur perfekten Jahreszeit. Wo befindet sich Palm Springs eigentlich? Wir liegen im südlichen Kalifornien. Wir sind super zentral und einfach zu erreichen. Es sind 2 Stunden von Los Angeles mit dem Auto. Auch wenn man weiterreist nach Las Vegas, sind es ungefähr 4 Stunden, 2,5 nach San Diego oder auch nach Phoenix, nach Arizona sind es 4 Stunden mit dem Auto. Palm Springs hat einen eigenen Flughafen, der liegt nur wenige Minuten außerhalb der Stadt und täglich gibt es Direktflüge von fast allen Großstädten aus den USA oder auch aus Kanada. Ein paar kleine Fakten über Palm Springs. Palm Springs liegt insgesamt im Coachella Valley. Das besteht aus 9 Städten. Wir sind die westlichstgelegenste Stadt und wir liegen am Fuße der San Jacinto Mountains. Das ist eine Bergkette, zu der komme ich später nochmal, und ungefähr hat Palm Springs 50.000 Einwohner. Das variiert immer so ein bisschen, aber im Jahr kommen ungefähr 1,6 Millionen Touristen nach Palm Springs.
Warum ist Palm Springs eigentlich bekannt geworden oder warum kennt man Palm Springs? Das lag eigentlich an unserer Geschichte. Palm Springs wird auch als Hollywoods Playground bezeichnet, da Hollywood-Schauspieler, die in Hollywood unter Vertrag waren, im Prinzip in ihren Verträgen früher eine Klausel hatten, die sogenannte Zwei-Stunden-Klausel. Die besagte, dass sich alle Schauspieler, alle Stars nur 2 Stunden von L.A. aus entfernen durften. Und wie wir ja gerade eben gelernt haben, liegt Palm Springs genau innerhalb dieser 2 Stunden. Und von daher war das natürlich so ein kleines bisschen ein Hideaway. Es ist eine kleine Ruheoase, abseits von der trubeligen Großstadt L.A. Und warum es eigentlich die Stars angezogen hat, das erzähle ich gleich dann nochmal. Also angefangen hat das, wie gesagt, alles so ein bisschen in den 1920ern. Und viele der bekannten Stars von früher haben sich auch in dieser Zeit eigene Häuser in Palm Springs gekauft. Dazu komme ich aber später auch nochmal. Bekannt ist Palm Springs natürlich auch für die Mid-Century-Architektur. Also hier seht ihr auf der Slide schon mal so einige bekannte Häuser. Zum Beispiel das Haus in der Mitte, das ist das Elvis Honeymoon Hideaway House. Da hat er damals mit seiner Frau, der Priscilla, den Honeymoon verbracht. Der Architekturstil, dieses Mid-Century-Modernism-Architektur, zeichnet sich daher aus über die klaren Formen, klaren Linien, aber auch viel diese geschwungenen Elemente, also ganz klassisch dieses runde Dach zum Beispiel, und es wird viel Glas, viel natürliche Elemente spielen damit rein. Und Palm Springs liebt einfach diesen Architekturstil so sehr, dass es sogar eine eigene Modernism Week gibt. Die findet einmal im Jahr statt, immer im Frühjahr, aber auch im Herbst gibt es sogar eine kleine Preview, weil einfach die Modernism Week so großen Anklang gefunden hat, dass man quasi gesagt hat, man macht das 2-mal im Jahr. Genau, im Palm Springs Art Museum, Architecture und Design Center, findet man auch noch die Hintergründe dazu, und jeder, der ein bisschen Architektur verliebt ist, also für den ist Palm Springs genau die richtige Destination. Es gibt auch geführte Architekturtouren, die dann quasi mit lokalen Architekten durchgeführt werden. Die erzählen dann die Hintergründe zu den einzelnen Häusern, zu dem ganzen Architekturstil, wie es dazu gekommen ist, etc. etc. Also das immer auf Anfrage auch möglich, und gerade für Kunden, die sich dafür interessieren, natürlich auch geeignet. Was kann man in Palm Springs sonst noch machen? Palm Springs, da ist immer was los. Es ist eine quirlige Stadt. Wir haben zahlreiche Freizeitaktivitäten, die man erleben kann. So zum Beispiel jeden Donnerstag gibt es das Village Festival. Das ist im Prinzip ein Straßenfest. Die ganze Hauptstraße wird abgesperrt für Autofahrer, ist dann nur noch zu Fuß zu erreichen. Rechts und links werden kleine Essensstände, Handwerksbuden aufgebaut. Es gibt Live-Musik, also man kann einfach dem Sonnenuntergang entlang schlendern auf der palmengesäumten Hauptstraße und auch sich einfach kulinarisch verwöhnen lassen oder eben auch diverse kleine Souvenirs dort kaufen. Wo wir schon beim Thema Kaufen sind, Shopping gibt es natürlich auch bei uns. Wenn die Straße der Palm Canyon Drive eben nicht gesperrt ist für das Village Fest, dann befinden sich dort eine Boutique nach der anderen. Von exklusiven Designerboutiquen über kleine Vintage-Läden, über Secondhand-Shops. Also da ist für jeden was dabei, und es muss auch nicht nur der große Geldbeutel sein, sondern auch für den Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, ist dort was dabei und jeder findet was. Und falls es einem dann doch zu anstrengend ist, weil 350 Tage Sonne im Jahr, sind wir ja tendenziell in Deutschland nicht gewohnt, der kann dann auch bei den vielen zahlreichen Cafés oder Restaurants einfach zwischendurch mal einen Stopp einlegen. Genau, die kommen wir zu einem weiteren Ausflugsziel, die Palm Springs Aerial Tramway. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass wir am Fuße der San Jacinto Mountains liegen, und genau mit der Seilbahn kann man die erklimmen. Man fährt
innerhalb von ungefähr 10 Minuten auf knapp 2600 Meter hoch. Es ist die längste rotierende Seilbahn der Welt. Was heißt, dass man bleibt einfach stehen und die Seilbahn rotiert komplett 360 Grad, während man auffährt und während man abfährt. Also man hat einen wunderschönen Blick dann einfach auf die Berge und auf das Tal. Genau, oben dann angekommen findet man ungefähr 87 Kilometer Wanderwege, die erkundet werden können, ist auch für jede Schwierigkeitsstufe was dabei. Also wer einfach nur ein bisschen nett laufen möchte oder dann wirklich, wer das aktiv die Hikingwege betreiben möchte, ja, für jedermann ist dort was dabei. Ansonsten auch noch ein sehr schöner Ausflug ist einmal in die Indian Canyons. Ungefähr 10 Minuten außerhalb der Stadt findet man dann diese wunderschönen Palmenoasen vor. Also wir müssen uns immer noch mal vor Augen halten, wir sind mitten in der Wüste, rechts und links ist eigentlich Wüste um uns herum. Und wir fahren dann einfach 10 Minuten in die Canyons rein und finden diese wunderschönen Palmenoasen mit Wasser, mit kleinen Wasserfällen und das Klima ist dort auch ganz, ganz angenehm. Also wenn man wirklich von oben die brennende Sonne hat, dann kann man sich hier ein schattiges Plätzchen suchen und wenn man eine geführte Tour macht, erfährt man dann auch noch was über die Ureinwohner. Da wir nämlich auf Indianergrund sind, kann man dann hier die Hintergründe erfahren. Ansonsten, ich sagte ja eingangs schon, dass Palm Springs wirklich sehr gut gelegen ist, um auch zum Beispiel den Joshua Tree National Park zu erkunden. Das sind ungefähr 30 Kilometer, also dann auch ungefähr eine halbe Stunde. Von Palm Springs entfernt liegt der Joshua Tree Nationalpark. Hier ist ja die Mojave-Wüste und die Lower Colorado-Wüste aufeinander getroffen und deswegen gibt es diese wunderschönen Steinformationen, die teilweise auch sehr bizarr aussehen und jeder sieht auch was anderes da drin. Insgesamt gibt es dort rund 700 Pflanzenarten, aber natürlich ist er besonders bekannt für den Namensgeber, die Joshua-Bäume. Ansonsten für die Golfer unter uns hat Palm Springs natürlich auch einiges zu bieten. Hier mal eine kleine Auswahl, aber es gibt auch generell im ganzen Coachella Valley zahlreiche Golfplätze, die alle ganzjährig bespielt werden können. Ansonsten, warum hat man Palm Springs auch schon öfters gehört? Natürlich, oder auch in Bezug mit dem Coachella Valley, das Coachella Valley Music and Arts Festival ist natürlich ein ganz, ganz bekanntes. Mit circa 200.000 Besuchern zählt es weltweit zu den größten und bekanntesten Festivals. Es lockt natürlich immer die Stars und Sternchen an, die natürlich in der Zeit dann auch an den beiden Wochenenden, an denen es stattfindet, oftmals in Palm Springs unterkommen und dazu wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, bei uns zu übernachten und dann einfach in Indio, da findet das Coachella Festival statt, dann einfach dorthin zu fahren von uns aus. Ansonsten direkt in Palm Springs gibt es noch zahlreiche weitere Festivals, unter anderem auch das Splash House Festival. Das gleicht eher so einer großen Poolparty, was auch ein bisschen so das Lebensgefühl von Palm Springs wiedergibt. Ja, einfach im Pool relaxen, dabei gute Musik hören und einfach ein bisschen Spaß haben. Palm Springs ist ebenfalls bekannt für seine Weltoffenheit und Toleranz. Genau, die Wüstenoase ist nämlich eine beliebte LGBT-Destination. Nirgendwo sonst gibt es eine größere Dichte auch an LGBT-Hotels und Resorts. Und es gibt zum Beispiel die Greater Palm Springs Pride, die man so ein bisschen mit dem Christopher Street Day bei uns quasi gleichsetzen kann. Das ist eine Parade, wo Schwule und Lesben und alle Freunde gemeinsam einfach durch die Straßen ziehen ja und gemeinsam feiern. Ebenfalls auch die White Party, die ist mit 30.000 Besuchern das größte Gay Dance Musikfestival und dieses Jahr war zum Beispiel der Hauptact Kylie Minogue. Das alles hat in Palm Springs stattgefunden. Ja, für die, die es ein bisschen ruhiger angehen lassen möchten, die ein bisschen mehr Kultur erleben möchten, für die haben wir einige Museen in der Stadt.
Genau, mit zahlreichen Ausstellungen, die wechseln. Was ich ganz besonders hervorheben möchte, ist zum Beispiel das Air Museum. Das ist ein ganz tolles Museum, was direkt beim Flughafen gelegen ist. Es besitzt eine der weltweit größten Sammlungen noch echter Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die sind teilweise auch noch flugtauglich. Also wenn man einen günstigen Tag erwischt, dann kann man die auch noch hautnah und live starten sehen. Genau. Ansonsten, wo kommt man in Palm Springs unter? Man hat so ein bisschen die Qual der Wahl, aber für jeden ist was dabei. Zum Beispiel die angesagtesten Hotels der Stadt sind natürlich das Socorro Hotel. Man kennt es, dieses bunte Bild auf der linken Seite. Das ist, was viele im Katalog haben, was oft verkauft wird. Ich sage immer ein bisschen dazu, eher was für das jüngere Publikum beziehungsweise für die Feierbegeisterten, denn hier ist wirklich Poolparty live angesagt. Den ganzen Tag ist laute Musik am Pool. Junge Menschen, die einfach feiern möchten. Also wenn man jetzt die Familie hat, wäre das vielleicht, die ein bisschen Erholung suchen, vielleicht nicht die richtige Wahl. Ansonsten das Soso Hotel auf der rechten Seite, das war früher das ehemalige Hard Rock Hotel, wurde jetzt umbenannt. Der Einrichtungsstil ist aber nach wie vor derselbe geblieben. Es ist cool, es ist modern, es ist jung eingerichtet. Oder auch das Ace Hotel, ein ganz klassisches Haus. Besonders, das war früher mal Motel, man konnte mit den eigenen Autos direkt davor fahren. Jetzt hat jedes Zimmer ein eigenes Fireplace, wo man dann draußen sitzen kann, einfach abends ein kleines Lagerfeuer anmachen kann. Auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ansonsten eines der luxuriöseren Häuser wäre das Parker. Hier steigen zum Beispiel während des Coachella-Festivals auch die Stars und Sternchen ab. Es ist eine ganz weitläufige Anlage, das sieht man auf dem rechten Bild, mit sehr viel Grün, sehr viel zugewachsen. Also man hat da wirklich seine Privatsphäre auch. Neu ist zum Beispiel das Kimpton The Roan in Palm Springs. Es wurde Ende 2017 im November eröffnet. Es ist das erste Hotel, was eine Rooftop-Pool hat. Das ist einzigartig in Palm Springs, gibt es sonst nirgendwo. Ist ein recht großes Haus, sage ich mal, mit 153 Zimmern, wenn man jetzt kleine Boutique-Hotels daneben hält, von denen es zahlreiche in Palm Springs gibt. Und es hat zwei besondere Restaurants, die von dem Starkoch Steven Wambach geleitet werden, also auch kulinarisch hier was ganz, ganz Feines. Unter anderem auch noch eines der neueren Häuser ist das Arrive Hotel, etwas kleiner jetzt mit 32 Zimmern, die alle recht im Mid-Century Modern Stil gehalten sind. Also hier bekommt man auch nochmal wirklich das Palm Springs Feeling, direkt natürlich vor der wunderschönen Bergkulisse gelegen und auch mit einer nachhaltigen Bauweise gestaltet. Also man hat einfach den Kontrast da zwischen dem Neumodernen und auch dem Klassischen. Ansonsten, was auch immer eine ganz tolle Alternative ist, wenn man zum Beispiel in den Celebrity Homes wohnt. Viele Stars hatten sich ja im Anfangszeit oder als Palm Springs berühmt geworden ist, einige Häuser gekauft. Genau, so kann man zum Beispiel auf den Spuren von Frank Sinatra wandeln oder auch bei Elizabeth Taylor zu Hause sein oder auch das Steiner Shore Estate, das derzeit einen ganz berühmten Besitzer hat, nämlich Leonardo DiCaprio. Also wer daran interessiert ist, einmal einen Star als Vermieter zu haben, für den wäre das die richtige Alternative. Ansonsten sind natürlich auch noch ganz klassisch die Ferienhäuser. Eine Möglichkeit der Unterkunft, ungefähr 1700 gibt es davon in Palm Springs, die auch ganz normal gebucht werden können, wo man dann alle Größen hat von kleinen Häusern, die für eine Familie reichen oder dann auch wirklich, wenn man mit mehreren, mit vielleicht einer Partygesellschaft unterwegs ist, für jeden ist dort was zu finden. Ansonsten hatte ich es ja schon mal eingehend gesagt, LGBT-mäßig gibt es auch sehr viele eigene Hotels und hier wäre zum Beispiel eine kleine Auswahl. Die sind immer sehr, sehr abgelegen, also nicht von außen einsehbar. Man legt da wirklich auch Wert auf die Privatsphäre.
Ansonsten, was fehlt noch zu den Unterkünften? Natürlich auch Restaurants. Man kann in Palm Springs wunderbar sich den kulinarischen Genüssen hingeben. Es ist alles möglich, von eleganten Restaurants über gemütliche kleine Bistros und Straßencafés. Mit circa 200 Restaurants bietet da Palm Springs wirklich eine kulinarische Vielfalt. Oftmals ist die Küche mexikanisch-amerikanisch geprägt, aber auch sonst ist für jeden Gaumenschmaus was dabei. Also wir haben den Asiaten oder auch den klassischen Italiener. Also je nachdem, wonach das Herz begehrt. Ja, und ansonsten bleibt mir dann nur zu sagen, einfach mal come and play in Palm Springs like no place else. Das war's dann auch von mir. Ja, perfekt. Vielen Dank. Eine Frage kam zwischendurch rein, ob ihr für das Festival, ob ihr da an Tickets kommt. Nein, stelle mir leider vor, auch das ist schwierig. Genau, also die leider auch nur auf dem klassischen Weg, genau, über die bekannten Ticketbörsen, stellt sich leider immer etwas schwieriger heraus. Genau, da ist schnell sein die Devise. Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau. Ja. So, genau, was die Ferienhaussuche angeht, kann man sich da an euch wenden? Habt ihr da Tipps, wie man da am besten welche findet, wie man die buchen kann oder wie läuft das am besten ab? Genau, also uns gerne einfach eine E-Mail schreiben, was gewünscht ist und dann können wir gerne Vorschläge liefern. Genau, ansonsten gibt es auch Portale, die könnte ich dann auch nochmal durchschicken, wenn das gewünscht Perfekt. Ist. Aber genau, uns einfach eine E-Mail schreiben, anschreiben und dann, genau, würden wir uns melden. Ja, genau, die Kontaktdaten kommen gleich noch. Ihr kriegt von Bianca und Melanie noch eine Nachbereitungsmail, wo dann die Kontaktdaten nochmal drin sind, dass ihr da nochmal immer genau wisst, an wen ihr euch wenden könnt zu den beiden Themen. Genau. Habt ihr noch weitere Fragen an Melanie oder Bianca? Erschlagen von so viel Info. Ja, genau. Ansonsten kann ich schon mal Werbung für unsere nächsten Webinare machen, die da so kommen. Das nächste, man hält es vielleicht nicht so für spannend, aber es ist tatsächlich sehr interessant, das ist Aer Lingus, die irische Fluglinie. Normalerweise bei einer Fluglinie sagt man vielleicht, ja, was wollen die mir erzählen? Aber Aer Lingus hat das Besondere, dass man über Dublin schon in die USA einreisen kann, also beim Zwischenstopp die Einreise schon erledigen kann. Wenn ihr das Thema nicht kennt, kann ich euch das echt ans Herz legen. Ansonsten machen wir mit Memphis, Mississippi im Januar weiter. Danach kommt Kansas, Oklahoma, auch ein ganz spannendes Thema. Und ganz neu, das wird Alabama Tourism. Das ist unser neuestes terminiertes Webinar. Und da ist auch schon die nächste Frage gekommen. Gibt es einen Hop-on, Hop-off-Bus in Palm Springs? Genau, den gibt es, den gab es auch die ganze Zeit. Ich glaube, jetzt über den Sommer hat er leider ausgesetzt, aber den soll es definitiv wieder geben. Da gibt es eine festgeschriebene Route, die er dann abfährt. Genau, das geht einmal quer durch Downtown, kostenfrei zu nutzen. Den gibt es auf jeden Fall wieder Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Da müsste ich nochmal genau schauen, wann er genau wieder kommt. Okay, alles klar. Habt ihr sonst noch Fragen? Alle wunschlos glücklich, glaube ich auch. Ansonsten, wenn euch noch Fragen einfallen, die ihr jetzt gerade nicht im Kopf habt, schreibt dann an Bianca, schreibt an Melanie nochmal eine Mail, wenn ihr die Kontaktdaten von denen bekommen habt. Da kann man dann ja immer nochmal jederzeit alle Fragen an die beiden Mädels wenden. Genau. Ah, da kommt doch noch was. Genau, für Leute, die gerne länger in Palm Springs bleiben wollen, also sprich überwintern, mehrere Monate Langzeiturlauber, gibt es da spezielle Anbieter, spezielle Angebote? Weißt du da was? Ich weiß, dass es gar kein Problem ist. Also gibt es natürlich mehrere Leute, die das gerne in Anspruch nehmen, da es das Wetter ja wirklich zulässt. Nach den genauen Angeboten müsste ich aber nochmal schauen, also ob es da genau irgendwelche speziellen Websites gibt, die dafür ausgelegt sind. Aber das finde ich raus. Okay, super. Ja, dann erstmal auf jeden Fall vielen Dank an euch beide. Da kommt doch noch was. Leider keine Frage, nur die Bestätigung, dass es wirklich sehr schön im Palm Springs ist. Gibt es ein Memorial von Sunny Bono? Ja, das gibt es.
Wo das genau ist, das weiß ich aber selber nicht. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Aber ja, das gibt es auf jeden Fall. Der war ja mal Bürgermeister. Aha, das wäre nicht meine Frage gewesen, wer ist das? Genau, und für alle, die dies nicht wissen, es ist der Mann von Cher. Ah. Ja, wieder was gelernt, siehst du? Ja. Das ist am Palm Canyon Drive. Ah, okay. Also gesehen habe ich es persönlich einfach echt noch nicht. Aber demnächst halte ich die Augen danach offen. Sehr gut. Ja, für den nächsten Femtrip deine Aufgabe. Mache genau ein Foto richtig. Vor dem Memorial. Genau. Ja. Vielen Dank an euch beiden. Lucia hat das Memorial gerade gesehen, ist an einem Brunnen. Okay. Perfekt. Kannst du ja in deiner Follow-up-Mail ein Foto von dem Memorial machen. Genau, ich suche nach dem Brunnen. Genau. Alles klar. Ja, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an all die Teilnehmer, die beim Webinar mitgemacht haben. Und wir hören uns dann bei einem der nächsten Webinare. Vielen Dank. Super, schönen Tag euch allen. Tschüss.